Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Es regnet tatsächlich immer noch, also es dauert eine ganze Weile, bis dieser Effekt wieder aufhört. Zufall wird das ja jetzt nicht gewesen sein. Aber wie dem auch sei, wir kümmern uns um die Dinge, die getan werden müssen. Und ich würde sagen, Versorgungslage ist erstmal gut hier für die Handwerker. Deswegen werden wir mit den Handwerkern weitermachen, dass wir hier zu den Nähmaschinen kommen. Da sind wir nämlich nicht mehr allzu weit entfernt. Bei 250 werden die ein Thema, genauso wie das Varieté. Also machen wir hiermit einfach direkt mal weiter. Aufrüsten, 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 aufrüsten. So. Ach du Scheiße, es wird ja gar nicht mehr besser. Es wird sogar noch schlechter. Also, sieht toll aus. Aber hat man sonst, wenn man diesen Effekt nicht selbst herbeiführt, hat man wirklich solche Gewitter, wo es so stockfinster wird und so viel Blitz und Donner? Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so schlechtes Wetter war. Also außer halt oben in der Arktis, aber da ist halt auch im Wesentlichen einfach nur kalt, aber... Ja, das ist ja schon ganz schönes Unwetter jetzt hier. So, Redakteur, Zeitung. Wie sieht's aus? Stadt wird hässlicher. Giesing hat sich gehen lassen. Okay, müssen wir vielleicht mal reinschauen. Aber minus 5. Glück und Licht. Manola ist voller Freude, obwohl ich da ewig nicht mehr war. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich meine gegenwärtige Laune bei 8,5 ansiedeln, äußerte sich ein Bewohner bei der jüngsten Volkszählung. Aber wunschlos glücklich bin ich nicht. Interessant. Geringes Explosionsrisiko in Saraku. Mont-Saracou, glaube ich, sagt man. Gut, wir veröffentlichen. Passt schon. Ihnen für das Vertrauen, alles gut. Der Wahrheit verpflichtet. Bin fast geneigt jetzt mal... Ja gut, wir lassen das jetzt mal ein bisschen laufen. Verziehen uns aber einfach nochmal ganz kurz, weil ich... Das ertrage ich jetzt nicht hier mit dem schlechten Wetter. Schauen wir mal, was können wir denn hier... Giesing hieß es, oder? Ist irgendwie war nicht so prickelnd hier von der... Fehlt denen irgendwas? Achso, wegen dem Rum vielleicht? Ach nee, das ist halt... Ich schätze mal, das ist einfach hier die Attraktivität, weil wir hier ja auch ein bisschen Industrie haben und solche Geschichten. Aber damit müssen die leben. Das ist einfach hier Industriestadt. Das ist einfach eine Industrieinsel. Man könnte natürlich versuchen, könnte mal schauen, ob wir die Attraktivität vielleicht mit ein paar Ornamenten und so einem Kram irgendwie ein bisschen erhöhen können. Solange das nicht zu viel kostet. Was hat man denn? Haben wir eh noch gar nichts gemacht, ne? So Dekokram, glaube ich, waren wir noch gar nicht drin. Was hätten wir denn hier so zur Verfügung? Ach, Zoo. Können wir eigentlich schon Zoo bauen? Würde schon gehen, ne? Ja, aber würde ich mir jetzt auch erstmal für Crown Falls aufsparen. Wir schauen mal, was wir hier so alles haben. An dekorativen Sachen. Ach ja, die ganzen Mods habe ich ja auch installiert. Ingenieursmenü. Wo haben wir denn noch? Genau, da haben wir doch ein bisschen Kram. Gärten und Felder und so ein Kram. Können wir denen doch mal ein bisschen was angedeihen lassen. Und mal ein bisschen die Lücken hier füllen, oder? Das ist doch eine ganz gute Idee. City-Ornamente. Solange das kein Unterhalt kostet, ist ja alles gut. So, die Sachen bringen halt auch ein bisschen Attraktivität. Füllen wir doch hier mal so einen Bereich auf. Schaffen wir aus. Schaffen wir mal ein paar so öffentliche Plätze hier. Vielleicht bringen wir ja die Attraktivität hier zumindest mal eine Stufe höher. So, das machen wir einmal so. Ah, so viele Sachen. Fahnen. Zack, zack, zack. Marktstände, sehr schön. Und wo waren denn nochmal? Genau, den Kram habe ich gesucht. Gibt es da eigentlich auch irgendwas, was die Attraktivität steigert? Ich fürchte, nein. Nee, aber egal. Zack, 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 zack. Hier ist der Schnuckelig. So, aber da gab es doch noch wesentlich mehr hier. Der Kram. Genauso Statuen und so ein Zeug müssen wir mal aufstellen. Gibt alles Attraktivität. Vielleicht sogar direkt ein bisschen was Größeres. Viermal... Oh ja, genau. Hier jeweils so ein Ding. Brunnen. Sowieso ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Brunnen. Die Stadt braucht Brunnen. Und hier noch ein bisschen mehr Symmetrie. Dann, wie schaut es mit den Ziegeln aus? Geht so. Nicht übermäßig. Wir können zumindest mal hier in der
Im Zentrum. Nee, Baumaterial. Ach, jetzt haben sie gerade die Ziegel eingesackt, oder? Er ist hier gerade. Okay, gut, egal. Ziegel brauchen wir dringender drüben. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal noch mit ein bisschen Dekokram weiter. Wie weit sind wir denn? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall auf die nächste Stufe hier. Gar kein Problem. Was haben wir sonst noch so alles zur Verfügung? Kai-Straßen, Agrarfelder, da sind auch ein paar neue Sachen dabei dazugekommen. Allerdings ist das alles nichts für die Attraktivität. Festungsbau bringt auch keine Attraktivität. Felder, das müsste doch eigentlich... Nee, steigert auch nicht die Attraktivität. Ja, aber die Ornamente. Die auch nicht? Doch, hier, diese Sachen halt, ne? Na gut, machen wir hier nochmal so ein kleines Plätzchen. Dafür hatte ich ja diese Flächen auch freigelassen. So, und da würde ich auch tatsächlich auf die Symmetrie achten. So. Werbetafel bringt keine Attraktivität. Sitzbänke mittig bringt Attraktivität. Ach, die gibt es auch in lang. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Versionen durchschalten kann. Mit V? Nee, war es nicht. Habe ich vergessen. Entschuldigung. Ach, in ganz groß gibt es die auch noch. Ja, komm, wir klatschen da jetzt einfach ein paar von den Dingern hin. Die hätten wir auch noch zur Auswahl. Dann hier nochmal so einen kleinen. Nee, gefällt mir nicht. Ja, sowas ganz gut. Und dann nochmal so Zweier. Hier zum Auffüllen. Aha, steigt. 419. Das kriegen wir noch voll. Kriegen wir noch auf 450. Und dann könnt ihr mir vorstellen, dass die dann auch schon wieder zufrieden sind. Hm. Ja. Ja, wunderbar. Bringt noch ein bisschen Leben in die Bude. So. Diese Gärten, die werden wahrscheinlich erst noch verfügbar. Oder Kai-Ornamente, das bringt auch kein Dings. Ach, der Jahrmarkt. Bringt das hier? Nee. Keine Attraktivität, keine Attraktivität. Das ist also wirklich reiner Schönbau ohne irgendeinen Effekt. Aber hier haben wir doch sicherlich auch noch ein bisschen was drin, oder? Nee. Tatsächlich, in dem Menü sind keine... Tatsächlich. Zumindest sehe ich sie nicht. Und diese Altstadt-Dinge bringen ja auch nichts. Doch, Moment mal, plus eins. Der Altstadtturm. Das ist, glaube ich, aus 1404, ne? Hier wird er schon reinpassen. Sehr gut, dann machen wir hier noch ein bisschen was. Ja, komm, das machen wir jetzt. Bringen wir jetzt schon noch hier über die Bühne. Marktstände, hier haben wir gar kein Dekokram. Also tatsächlich müssen wir uns quasi mit dem hier begnügen. Schade, dass diese Blumenbeete und Kübelpflanzen, dass das alles keine Attraktivität bringt, wundert mich ein bisschen. Und konnte man nicht eigentlich auch Bäume pflanzen, um die Attraktivität zu erhöhen? War da nicht was oder kommt das erst noch? Kann auch sein. Aber hier, naja. Gut, also aktuell, das bringt auch alles nichts. Doch, Wasserfälle, wunderbar. Also ein bisschen sehr groß. Kaffee am See. Na gut, aber die können wir hier eigentlich reinschmeißen. Hier das Kaffee am See. Dann haben wir hier quasi so eine Naherholungsmeile mitten in der Stadt. Den können wir hier hinpacken. Sehr schön. Vielleicht nochmal ein paar weitere Brunnen. Ja, viel fehlt nicht mehr. Statuen. Statuen haben wir auch noch gar keine. Zack, zack. Verteilen wir noch ein paar Statuen. Und hier. Und den Rest füllen wir dann auch nochmal hier mit. Ne, Moment. Das bringt ja alles nichts. Ja, packen wir noch ein paar. Ah, plus zwei sogar. Aber das ist halt der große Brunnen. Würde hier einer noch... Ja, der fügt sich hier schön ein. Ja, das ist gut. Und nochmal ein paar von den Dingern hier, einfach um die Lücken zu füllen. City-Ornamente. Muss ja alles nicht perfekt sein. Am Ende schaut sowieso niemand mehr hin. So. Und noch ein Einser. Ja, sehr gut. Attraktivität ist ein wenig gestiegen. Ach, der ist noch in der Blaupause, deswegen. 40 braucht er. Naja, dann kommt er erstmal wieder weg. Bauen wir irgendwas anderes hin. Ein Brunnen. Wir bauen da noch einen Brunnen hin. Und zwar 2x2 oder Statuen. Ne, einen Brunnen. Gut.
Okay, dann hätten wir hier die Attraktivität ein wenig erhöht. Wir schlüpfen mal wieder zurück und schauen mal. Das gibt's ja nicht. Ist immer noch das Wetter. Nicht, dass ich jetzt noch irgendwie eine Quest machen muss und irgendeinen Typen finden muss, der das wieder korrigiert. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Scheiß jetzt dauert. Entschuldige die Ausdrucksweise. Ach, du grüne Neune. Man sieht ja gar nichts mehr. Sieht da die Hand vor Augen nicht. Das ist ja ganz, ganz übel. Wenn ich vielleicht mal die Tageszeit verändere, vielleicht ändert sich's dann. Hier Abenddämmerung, Nacht, Mittag. Wenn man es laufen lässt vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das geht wieder vorbei. Was habe ich getan? Na gut, ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch einigermaßen was erkennen. Ich würde dann hier aber auf jeden Fall schon mal ganz gerne das Varieté hinstellen. Wo haben wir es denn hier drüben? Okay, fehlen uns aktuell ein paar Stahlträger. Dann stellen wir es mal in der Blaupause hin. Ah ja, schon hier mitten rein, würde ich sagen, oder? Ja. Ich fürchte sowieso, dass wir hier dann wahrscheinlich auch noch irgendwann Stahlträger produzieren werden müssen. Wenn wir gar nicht drum herum kommen. So, was wollte ich? Genau, hier nochmal ganz kurz. Das ist mir noch ein Dorn im Auge, dass wir das hier vielleicht zumindest mal. Ziegel haben wir doch. Dass wir das ein bisschen. Ach, das zählt gar nicht als Straße, sehe ich das richtig? Moment, dann machen wir das jetzt einfach einmal so. Dass wir zumindest hier schon mal den zentralen Block quasi ein bisschen aufgewertet haben. Zumindest schon mal mit besseren Straßen. Und hier kommt einfach noch ein bisschen was Ornamentiges hinzu. Sitzbänke mittig. Einer Sitzbänke. So. Ah, ja, da müssen wir auf die nächste Lieferung abwarten. Aber der war ja gerade erst. Den haben wir in Giesing noch gesehen. Der sollte also. Ah, das war er gerade, ne? Der ist jetzt gerade angekommen. Okay, sehr gut. Das Varieté steht. Sehr gut, damit wäre das erfüllt. Rum, damit müssen wir dann sowieso in die neue Welt gehen. Bedürfnisse, Pelz dauert auch noch ein bisschen. Nähmaschinen sind ja bereits vorhanden. Sehr gut. Okay, wie sieht es hier oben mit der Bilanz aus? Dann könnten wir vielleicht von unten quasi einmal durchgehend nochmal aufwerten. Solange hier noch alles da ist. Schnaps müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen dran gehen, aber wir haben ohne Ende Kartoffeln, deswegen gibt es einfach nochmal die eine oder andere Brennerei. Machen wir jetzt ganz einfach hier oben. Das ist ja das, was ich zuletzt übersehen hatte. Da haben wir eh schon eine Brennerei. Dann stellen wir nochmal zwei dazu. So. Und die restlichen Bedürfnisse? Fisch, nicht, dass ich das aus den Augen verliere. Klamotten, da kann man natürlich auch einfach nochmal eine weitere Weberei bauen. So, und dann brauchen wir aber sowieso schon wieder mehr Bauernhäuser. Okay, das machen wir jetzt auch einfach einmal so. Und versetzen den dann hier. Beziehungsweise, wie schaut es denn aus mit Holz? Ja, ich glaube, einen können wir tatsächlich gerade mal wegreißen. Wie geht's? Nicht so wichtig. Gut. Straße. Oh, was habe ich denn hier eigentlich jetzt gemacht? Da irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah, doch. Ja. Es ist zumindest. Ist jetzt hier so leicht verschoben, aber es ist noch symmetrisch. Es wird nicht ewig symmetrisch bleiben, alles natürlich, aber. Ja, passt schon. Okay. Noch ein paar weitere Bauernhäuser. Wird hier nochmal einen Block reinpflanzen. Da nochmal einen. Straße. Bislang tatsächlich komplett hier alles in Blockbauweise, ne? Mehr oder weniger. Was ist schon Das ist ja auch mal ganz perfekt? nett. Die haben noch alles. Wirtshäuser und Co. sind noch in Reichweite. Die müssen halt ein bisschen länger laufen. Aber es geht schon noch. Okay. Ja. Der Laden. Wir machen behutsam mit den Aufwertungen weiter. Pelzmäntel. Gut, das dauert noch ein bisschen. Wir können schon mal. Wir könnten eigentlich. Wir haben ja noch ein bisschen Sendezeit, oder? In Anführungszeichen. Können schon mal hier wegen der Rumproduktion schauen. Ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung, ob wir da schon mal was getan haben. Okay, gibt's bereits. Gut, wir brauchen Holz und Zuckerrohr.
Wie schaut's denn da aus? Eigentlich ganz gut. Ist eh alles... Okay, wir müssen auch auf jeden Fall erstmal hier die Kapazität ein bisschen erhöhen. Haben wir hier Baumaterialien? Okay, Ziegel müssen wir hier mal hinbringen. Ja, dann bauen wir vielleicht welche, wo wir möglichst wenig Ziegel brauchen. Oder gar keine. So wie hier. Plus 5 Tonnen. Na ja, gut, das ist natürlich schon sehr wenig. Hier hätten plus 25. Bauen wir lieber nochmal 2 von denen. Okay. Ja, und dann bauen wir auf jeden Fall nochmal eine Brennerei. Wo haben wir denn das? Hier drüben. Diese Rieseninseln hier. Unglaublich. So. Gehen wir hier nochmal rein. Die sind auch ein bisschen überfordert. Wir haben aber... Achso, weil wir noch gar keine Obreros haben, tatsächlich. Okay, gut. Dann warten wir noch. Ja, aber die Rumproduktion muss man halt erfahrungsgemäß dann schon ordentlich hochfahren, ne? Das ist auf jeden Fall so. Deswegen kann man da auch schon ruhig ein bisschen mehr Zuckerrohr anbauen. Das schadet garantiert nichts. Und wir haben ja ein bisschen Platz hier drüben in Manola. Ganz klein bisschen Platz haben wir noch übrig. Da können wir noch ein bisschen was reinquetschen. Das geht. So. Ist der vollständig? Ja, 128. Gut. Ja, und solange wir die Arbeitskraft haben, bauen wir direkt noch ein paar hin. Ja, dann werden wir eh hier auch demnächst auf Obreros gehen müssen, weil wir, glaube ich, sonst diverse Gebäude einfach nicht bauen können oder nicht aufwerten können. Ja, das ist ganz gut so, aber ich würde es eher so machen und so, dass wir hier für den Bedarfsfall noch einen Feldweg reinziehen können. So. Okay. Das ist das wahre Leben. Wie weit sind wir denn entfernt von den Obreros? Obrero. Wir müssen einfach noch mehr von den Heinis hier bauen, ne? Oder können wir... Ne, können wir schon. Sollen wir das schon machen? Ja, wir werten jetzt einfach mal einen auf. Ich habe das auch alles nicht mehr auf dem Schirm. Okay, Tortillas wären dann ein Thema. Könnten wir uns darum schon kümmern? Tortillas. Reichen uns da die Baumaterialien und die Arbeitskräfte? Haben wir die nötigen... Ja, geht. Dann machen wir das auch hier drüben beim Rum, würde ich sagen. Wenn ich es wiederfinde. Oh Mann. So, wir machen jetzt nochmal hier Mittagszeit, damit man ein bisschen mehr sieht. So, ja, dann wird das halt jetzt hier erstmal Industrieviertel sozusagen, Gewerbegebiet. Ja, breiten wir uns in diese Richtung hier ein bisschen aus. Straßenanschluss. Ist das gut? Ja, geht schon. Für alles, was ich hier finde, gebührt dir. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich hätte lieber Produktion hier ein bisschen näher dran und den Kram halt ein bisschen weiter hier drüben zum Beispiel. So, was will sie? Nein, darfst du natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Frag wen anders. Was denkt ihr eigentlich? Ungesehen abgelehnt. So. So. 3, 4, 5, 6. Und Maisplantagen. Machen wir dann... Wo machen wir es denn? Ich würde hier in der Mitte einfach noch so ein bisschen Platz freilassen. Und das werden wir uns einmal so hier ein bisschen strukturieren. Und dann kommt hier der Maisanbau. Bis runter zum Strand. Sehr gut. Noch einen weiteren. Und dann dürfte das mit der Arbeitskraft ja hoffentlich noch genügen, dass wir hier noch die Tortillas produzieren lassen. So, Tortilla-Bäckerei kommt hier hin, plus ein weiteres Lagerhaus. Hier. Okay, da fehlen uns jetzt tatsächlich Bretter, sind soeben ausgegangen, aber es hat gerade so gereicht, oder? Alles gut. Elektrifizierte Weide? Wir haben doch hier gar keinen Strom hier. Echt? Hier steht elektrifizierte Weide. Ist das... Moment mal.
Müssen wir gleich mal drüben schauen in der alten Welt, ob das da auch. Aber ich meine, also Stromzäune sehen bei mir ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob Holz so ein gut leitendes Material ist. Ich zweifle das aber an. Na gut. Aber ist das vielleicht, also vielleicht haben sie das einfach ein bisschen schlecht umgesetzt. Vielleicht kann man dem noch irgendwann ein Upgrade verpassen und tatsächlich elektrifizierte Weidezäune dann aufrüsten quasi. Das weiß ich gar nicht. Könnte sein, ne? Morgenrot, Schlechtwetterbrot. Interessant. Ach, sobald es an das Stromnetz angeschlossen ist. Und dann ändert sich das vielleicht. Ach, hier kann man noch umschalten? Ist mir auch neu. Okay, aber es ist ja nur die Optik, ne? Interessant. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Keine Ahnung. Oder ob es durch einen Mod kommt. Ich weiß es nicht. Wir machen sie immer ein bisschen grüner hier, oder? Ah, ist doch gleich viel schöner. Sind die ja nicht auf dem verdorrten Kram hier rumgrasen, sondern haben hier schönes, saftiges Gras zur Verfügung. Okay, gut. Dann haben wir das mit der Rumproduktion schon mal so ein bisschen vorausschauend angekurbelt. Dann fehlt eigentlich erstmal dann nur eine Handelsroute. Aber bevor ich das vergesse, stellen wir hier auch direkt einen Mindestlagerbestand ein. Und ich würde sogar sagen, dass wir jetzt schon eine Handelsroute einführen. Und den mache ich jetzt auch ein bisschen höher, weil die Überfahrt etwas länger dauert. Weil sonst läuft die Produktion hier irgendwann ins Leere, weil die Lager voll sind. Dann füllen wir uns lieber drüben auch schon mal die Lager auf. Und Kaffee müssen wir dann ja auch demnächst irgendwann transportieren. Sag mal, ist irgendwann hier mal wieder gutes Wetter? Naja, vielleicht wenn ich das Spiel beende und wieder neu starte. Genau. Haben wir noch... Ah, den haben wir ja auch noch da. Genau, den einmal kurz entladen. Haben wir noch einen Frachter? Sonst kann man natürlich auch ein Linienschiff für den Transport nehmen. Zwei Linienschiffe und das Flaggschiff. Wir können eigentlich das Flaggschiff so lange für den Transport nehmen, oder? Ja, das passt schon für den Anfang. Gut, dann bauen wir uns noch schnell eine Route. Route einrichten. Handelsroute. Neue Welt. Manola. Und ab ans Kap. Crown Falls. Manola. Entladen. Brauchen wir sonst noch irgendwas von da drüben aktuell? Ich glaube nicht, ne? Kaffee kommt halt dann irgendwann noch dazu. Aber dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, okay. Packen wir da... Welcher war es denn? Ja, hier, oder? Ja, ist es. Moment mal, ich bin verwirrt. Ich hatte doch hier drüben... Habe ich... Ah, ich habe mehrere Flaggschiffe einfach gebaut, oder? Das ist das Ding. Wo steht er denn? Moment mal, kann man das nicht... Moment mal. Ach, der ist eh hier drüben. Ja, wobei... Ja, komm, ist egal, passt schon. Den packen wir hier drauf. Mach mal. Ah, jetzt habe ich die nicht abgeschlossen, die Route, oder? Ja, bin ein Narr. Okay, nochmal. Entschuldigung. Manola, Kap, Zack, Rum. Und das Schiff draufpacken. Und zwar, wen haben wir gesagt? Er hier, ne? Vorsehung, okay. Machen wir gleich noch ein Dings voll. Okay, der ist unterwegs. Dann... Ich halte das mal wieder an hier. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob wir Tag-Nacht-Wechsel laufen lassen sollen. Ich meine, ab und zu einfach, um da so die Stimmung einzufangen, finde ich schon ganz cool. Aber ansonsten eher tagsüber, damit man hier einfach genügend sehen kann. Den würde ich jetzt trotzdem aber einfach mal vorsichtshalber in die neue Welt entsenden, damit wir da zumindest mal ein Kriegsschiff stehen haben. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Die Biegel. Okay, gut. Dann hoffe ich mal, dass bis zur nächsten Folge das Wetter wieder besser ist. Oder beziehungsweise, wenn ich das Spiel halt beendet habe und wieder neu gestartet. Sonst wäre das echt ein bisschen blöd hier, ne? Aber gut, dann soll es das für den Moment gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde mich jetzt hier noch ins Wirtshaus begeben und anschließend vielleicht noch eine Runde ins Varieté. Ihr seid entlassen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.